Jetzt steigt auch Swatch ins Geschäft mit den smarten Uhren ein. Und zwar mit der One Touch Zero. Ganz eine spezielle Uhr, darum sind wir heute hier auf dem Beachvolleyballfeld. Die neue Swatch misst nicht nur Schritt wie viele andere Sportuhren auch, sondern sie ist speziell für Beachvolleyball und Volleyball ausgerichtet. Das heisst, sie zählt zum Beispiel Schläge. Damit wir das austesten können, brauchen wir jetzt aber zuerst ein paar von diesen Schlägen, die ich messen kann. Also los, spielen! Aber zuerst noch umschalten auf den Volleyballmodus. Die Bedienung erfolgt über das Touchfeld da unten. Leider ist das Ganze ein bisschen umständlich, bis man den Volleyballmodus gefunden hat. Nochmal klicken, überschalten, klicken und jetzt haben wir ihn endlich eingeschaltet. Dann sind wir auch bereit und legen los. Oh, sorry! Spass! So, fertig, lustig. Schauen wir mal an, was die Swatch aufgezeichnet hat. Zuerst ein Blick auf die Uhr. Ich habe 25 Powerschläge und 73 normale gemacht. Jetzt wollen wir sie mit der App verbinden. Dann starten wir zuerst die App auf. Und jetzt müssen wir Bluetooth an der Uhr einschalten. Auf der App kann man jetzt detailliert nachschauen, wie ich Volleyball gespielt habe. Man sieht hier die genaue Zeit, man sieht die Art der Schläge und man sieht auch, dass ich 175 Kalorien verbrannt habe und jetzt einen Donut essen konnte. In der App sieht man natürlich jetzt auch alle anderen gesammelten Daten, zum Beispiel den Schrittzähler, wie viele Schritte ich gemacht habe oder auch als besonderer Gag, man kann messen, wie viel man geklatscht hat, wie viel man Applaus gegeben hat. Unser Fazit für Beachvolley-Fans ist die Smarty Swatch wirklich ein super Gadget. Sie ist auch nicht besonders teuer, 135 Franken kostet sie und die Batterie sollte 9 Monate haben. Grosser Vorteil gegenüber Apple Watch und Co. Allerdings, der Funktionsumfang ist relativ eingeschränkt und die Synchronisation ist immer relativ kompliziert. Zudem, der Display ist bei der Sonne nicht wahnsinnig gut ablesbar.